Der Trick dabei ist, dass man sich gar nicht darum kümmern muss, wie ich die Zielgruppe finde, sondern die Zielgruppe findet einen selbst. Okay. Ja, das heißt, ich muss im Prinzip, das hängt auch wieder davon ab, welchen Content produziere ich und wen interessiert es. Also wir haben sehr oft das Erlebnis gehabt, dass unsere ganz andere Kernzielgruppe auf einmal ja, in den Shows gefallen ist, als wir ursprünglich gedacht haben, den es interessiert. Ja. Wir haben für Modebrands Kampagnen gemacht und Seiten aufgesetzt, wo man gesagt hat, okay, das ist eigentlich was für Männer. Ja. Herausgefunden haben wir dann aber, dass 70% Frauen die Einkäufer sind, weil sie es den Männern schenken. Das heißt, das ist eigentlich die Zielgruppe. Ja. Von dem her haben wir auch das dann anders mitdenken müssen und seitdem wir das wissen, kann man natürlich viel schneller wachsen und können auch ganz andere Trigger setzen, um da groß zu werden. Ja. Das heißt, da ist einfach auch wichtig zu interagieren, zu schauen, hey, wer kommt überhaupt so daher, blöd gesagt, ja, und interagiert mit uns. Was sind das für Leute? Dazu bietet sich an, dass man dann Umfragen macht. Man, die sozialen Netzwerke bieten eh viele Möglichkeiten, die mit demografischen Daten auch einzusehen, meiner User, durch die Insights-Funktion und insbesondere auf Facebook. Aber ja, dort mit der Community zu interagieren, die erzählen einem eh wie ein offenes Buch quasi, was sie haben wollen und wer sie sind. Ja. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann schenk uns einen Daumen hoch. Wenn du Fragen an uns oder unseren Interviewgast hast, dann schreib uns gleich einen Kommentar. Auch aktuell produzieren wir spannende und inspirierende Videos. Um keines zu verpassen, abonniere am besten gleich unseren Kanal.